Guten Morgen. Ja, schön, dass zu einem der ersten Vorträge schon so viele von euch erschienen sind. Und willkommen zu meinem Vortrag, Einstieg in GitLab, Grundlagen und automagische Codeübersetzungen. Vorab mal eine Frage, wer von euch hat noch nie irgendwas mit Git gemacht? Mal ein kurzes Handzeichen. Okay. Oder wer hat schon was gemacht oder denkt darüber nach, was mit GitLab zu machen? Sehr schön. Ich hoffe, beim nächsten Mal gehen dann noch mehr Hände hoch. Ja, zu mir. Mein Name ist Christian Stankovic. Ich arbeite für die Messer Information Services GmbH und bin dort als Linux- und vSphere-Administrator angestellt. Und in meiner Freizeit betreibe ich einen kleinen IT-Blog und schreibe neuerdings auch Fachbücher. Und heute geht es um GitLab. Werfen wir mal einen Blick auf die Agenda. Zuerst werden wir uns mal damit beschäftigen, wozu ich überhaupt Git oder GitLab brauche, wie mich das unterstützen kann bei meiner Arbeit. Anschließend schauen wir uns an, wie wir GitLab installieren. Dann gibt es einen kleinen Git- bzw. GitLab-Crashkurs. Und dann beschäftigen wir uns mit der automagischen Codeübersetzung, was man eben auch Continuous Integration nennt. Also, warum überhaupt Git? Git hat den charmanten Vorteil, dass es eine simpler verteilte Versionsverwaltung ist, die auch für Anfänger und Nicht-Entwickler geeignet ist. Ja. Wer von euch ist klassischer Admin und kein Anwendungsentwickler? Wer von euch ist ein Anwendungsentwickler? Okay, also die Entwickler sind in der Überzahl. Ich habe mir bisher immer so ein bisschen schwer getan mit den ganzen Versionsverwaltungssystemen, weil ich halt eben kein Entwickler, sondern eher Admin bin. Und die mir alle ein bisschen zu komplex waren. Und mit Git habe ich eigentlich das Werkzeug gefunden, das mich tagtäglich begleitet. Charmanter Vorteil von Git an der Stelle ist auch noch, es bietet eine hohe Sicherheit gegen Codeverfälschung, eben dadurch, dass der Code und die Änderung, die ich vornehme, gehasht wird. Das heißt, es ist immer sichergestellt, dass die Änderungen von mir sind und man kann genau nachvollziehen, wer wann welche Änderungen gemacht hat. Und was ich auch sehr cool finde, ist, dass die Daten eben sicher über SSH übertragen werden, also über eine verschlüsselte Verbindung. Kommen wir mal zu einem Hello Git World, um einfach mal zu zeigen, wie simpel das ist. Hier haben wir jetzt ein Listing, das einfach nur ein Repo klont und Änderungen einreichen. Das sind wirklich ein paar simple Befehle. Der erste Befehl Git clone, da habe ich eben einfach einen Git-Server, wo ich ein Repo hinterlegt habe und das klone ich mir. Das heißt, die gesamten Code-Bestandteile, die auf dem Server sind, die kopiere ich mir lokal auf meinen Client. Danach habe ich dann einen Ordner mit dem Namen des Repos. Also wir sehen, das Repo hier heißt eben Repo. Demzufolge heißt der Ordner auch Repo. In den wechsle ich und erstelle eine Code-Datei. Ist jetzt hier einfach mal myfileC, irgendein C-Code. Da übernehme ich meine Änderungen. Und anschließend kann ich die Änderungen ganz einfach einreichen, indem ich eben mit git add Sternchen sage, alle Dateien, die in dem aktuellen Ordner sind, sind Dateien, an denen ich Änderungen gemacht habe. Git überprüft das dann und fügt dann auch nur die hinzu, die ich wirklich bearbeitet habe. Und somit habe ich meine Änderungen git bekannt gemacht. Das heißt jetzt aber nicht, dass der Code auch schon auf dem Server zur Verfügung steht, denn dafür brauche ich den Commit. Das ist der nächste Befehl. Mit git commit reiche ich eine Änderung quasi ein und übernehme sie auf den Server. Mit minus m übergebe ich einfach noch einen Kommentar. Und hier ist einfach exemplarisch mal, da wurde irgendein Feature hinzugefügt. So. Und mit dem letzten Befehl git push werden dann die Änderungen auch wirklich auf den Git-Server geschoben, sodass alle Leute, die sich danach das Repo klonen, auch diese Änderungen von mir übernehmen. Also wirklich mit ein paar wenigen Befehlen relativ selbstsprechend und nachvollziehbar, wie ich meine Änderungen da vornehme. Gut. Wenn ich Git einsetzen will, habe ich prinzipiell viele Tools, die ich auswählen kann. Also ich kann zum einen mal Git Standalone einfach auf meinen Rechner installieren und kann es auf der Kommandozeile verwenden und kann eben lokal meine Repos verwalten, meine Codes. Das funktioniert ganz gut, wenn man alleine an irgendwas arbeitet. Problematisch wird es dann, wenn man halt mit mehreren Leuten an einem Projekt arbeitet. Das ist dann meistens nicht mehr ganz so flexibel. Dafür gibt es beispielsweise ein Webinterface, das sich GitWeb nennt. Das ist eine kleine, ich glaube, es ist eine CGI-Anwendung, die ich auf dem Server installieren kann, neben dem Apache-Server. Und dann habe ich quasi mein Code-Repo und die Source-Code-Dateien kann ich dann über einen Webbrowser einsehen. Und in den letzten Jahren haben sich aber einige Produkte noch herauskristallisiert, die eben gehostet betrieben werden. Ich denke mal, der eine oder andere hat auch von euch schon von gehört. Die kann ich entweder extern nutzen oder, wenn man das Marketingwort benutzen möchte, on-premise. Ja, zum einen GitHub, ich denke, das wird jeder schon mal gehört haben. Viele Open-Source-Projekte setzen das ja auch ein, um gemeinsam an der Software zu arbeiten.
Dann gibt es Bitbuckets und eben auch GitLab, worum es heute geht. Und natürlich noch zahlreiche andere. Die Liste könnte man jetzt noch beliebig fortführen. Und ja, was ist GitLab überhaupt? GitLab ist im Prinzip eine webbasierte Oberfläche für Versionsverwaltung mit Git. Aber es kann natürlich noch mehr. Es beinhaltet noch zusätzliche Management- und Dokumentationsfunktionen, die wir uns auch heute noch angucken werden. Und gibt es eben, ich kann es einmal extern verwenden, also auf der GitLab-Webseite kann ich mir auch ganz einfach einen Account einrichten, wie ich das zum Beispiel auch bei Bitbucket oder GitHub machen könnte. Ich kann es aber auch selbst als Software herunterladen und bei mir im Netzwerk betreiben, was interessant ist, weil nicht jeder möchte seinen Code im Internet stehen haben. Da gibt es prinzipiell eine kostenlose Software, die Community Edition, und einmal die kostenpflichtige Version Enterprise Edition. Die werden wir auch gleich nochmal vergleichen, wo da die Unterschiede sind. Was mir ganz gut gefällt an GitLab ist, dass die Release-Zyklen mit monatlichen Updates relativ kurz sind. Das bedeutet, neue Features werden relativ zeitnah implementiert. Also ich verwende jetzt GitLab seit 1,5 Jahren. Ich glaube, mit der Version 7. noch was oder 8.0 hatte ich angefangen. Mittlerweile ist, glaube ich, 8.4 die aktuelle Version. Und es ist wirklich Wahnsinn, wie viel sich da in kürzester Zeit tut. Also wenn ich mal 4 Wochen im Urlaub bin und installiere dann ein Update, dann haben sich teilweise sehr viele Dinge in der Oberfläche geändert und sind viele coole Features neu hinzugekommen. Und also da geht es schon wirklich vorwärts. Da steckt auch ein ordentliches Team dahinter, das da sehr viel Zeit investiert. Davon ausgenommen sind aber Security-Patches. Also es kann gut sein, dass man eine neue Version installiert und einen Tag später kommt ein Security-Update raus. Also auch für ältere Versionen werden da noch Security-Patches angeboten. Also da passiert schon viel in der Entwicklung an der Stelle. Einige der Features, was ich am schönsten finde, es hat eine intuitive responsive Web-Oberfläche. Das heißt, ich kann das sowohl auf meinem Rechner benutzen, als auch auf dem Tablet oder auf dem Smartphone. Absolute Grundfunktionalität ist natürlich der Dateimanager. Das heißt, ich kann meine Projekte online über die Web-Oberfläche einsehen, kann in die Ordner gehen, kann mir die Dateien angucken, kann sie sogar online editieren, habe einen Editor mit Syntax-Highlighting, das ist schon ganz komfortabel gemacht. Auch sehr toll ist, dass es ein sogenanntes Ticket-Tool gibt. Ich habe das hier bewusst mal in Anführungsstriche gesetzt, weil eigentlich ist es mehr als ein Ticket-Tool. Also mit dem Ticket-Tool assoziiere ich irgendwie, ein User hat ein Problem und macht ein Ticket auf. Aber da kann ich bedeutend mehr machen. Also ich kann da Ideen, Meilensteine und so weiter kann ich definieren. Das gucken wir uns nachher alles noch im Detail an. Und habe eben auch noch ein vollwertiges Wiki, was für große Projektdokumentationen durchaus von Interesse ist, wenn man im großen Team arbeitet an der Software. Und was wir uns heute auch anschauen werden, ist die automatische Code-Übersetzung Continuous Integration. Das sind so die Hauptfeatures von GitLab. Sieht dann wie folgt aus: Wenn ich GitLab installiert habe, habe ich eine Oberfläche, die sehr der von GitHub oder Bitbucket ähnelt. Denkt der eine oder andere hat es bestimmt schon mal gesehen, wenn er auf einer GitHub-Webseite gelandet ist. Ich habe eben eine Liste meiner Projekte. Hab hier meinen Account und kann hier Projekte favorisieren und ja. Hier sieht man dieses Ticket-Tool, also das heißt in GitLab Issues. Und man sieht es hier, ich weiß nicht, ob ihr es hinten auch sehen könnt, aber ich kann eben gruppieren nach geöffnete Issues, geschlossene oder alle, kann gruppieren nach dem Benutzer, dem sie zugewiesen sind, nach einem Milestone. Also ich kann auch meine Projektplanung kann ich da mit abwickeln ein Stückchen weit. Ich kann für meine Hauptversionen kann ich Meilensteine definieren und kann beispielsweise ein Issue aufmachen für einen Bug, der in der übernächsten Version erst gefixt werden soll. Oder eine tolle Feature-Idee, die ich erst in der übernächsten Version implementieren will. Da kann ich dann direkt einen Meilenstein zuweisen. Und somit ist es auch in einem großen Team relativ überschaubar, welche Aufgaben wo für welches Ziel zu erledigen sind. Dann gibt es noch Tags, das sieht man hier so ein bisschen. Das ist im Prinzip auch wie auf GitHub, ich kann Tags vergeben, beispielsweise, was häufig gemacht wird für Bugs, gibt es irgendwie einen roten Tag, dass ich gleich sehe, okay, da ist irgendwas rot, das ist irgendwie ein Bug, den ich fixen muss. Für Dokumentation gibt es meistens auch Tags oder für Feature Enhancements. Da kann ich mir auch eigene Tags definieren, je nachdem, wie es in meinem Team am besten eben passt, um die Übersichtlichkeit zu optimieren an der Stelle. Und natürlich sehe ich auch, wer wann was zuletzt wo geupdatet hat. Ja, also kann dann die wichtigsten oder die ältesten Issues zuerst bearbeiten, wenn ich möchte. Ja.
Gut, ich habe ja vorhin erwähnt, dass es zwei Editionen gibt, die sich unterscheiden. Einmal die Community Edition, die eben kostenlos ist, und einmal die Enterprise Edition. Ich habe hier einfach mal ein paar der Änderungen tabellarisch dargestellt. Es gibt natürlich noch mehr Unterschiede. Also wer da mehr wissen will, hier einfach mal auf der Webseite vorbeigucken. Da gibt es eine relativ lange Liste. Absolute Grundfunktionalitäten, die in beiden Versionen enthalten sind, ist natürlich der Dateimanager, über den ich den Code einsehen und bearbeiten kann, diesen Issue-Tracker, den ich gerade gezeigt habe, und das Wiki für größere Dokumentation. Code kann ich auch online über die Web-GUI ändern. Was ich ganz nett finde, in GitLab kann ich Code von GitHub importieren oder auch von anderen Webseiten. Das sehen wir nachher noch in einem Screenshot. Das heißt, wenn ich jetzt bisher meine Anwendungen auf GitHub entwickelt habe und ich möchte die jetzt bei mir intern weiterentwickeln, dann kann ich mir sogar sparen, das zu klonen, zu kopieren und da einzufügen. Das kann ich direkt von der Webseite importieren. Das ist sehr komfortabel an der Stelle. Was auch für größere Unternehmen ganz interessant ist, ich kann eine Authentifizierung über LDAP oder AD machen. Das heißt, ich muss da nicht doppelt Benutzer oder Passwörter pflegen. Das wird ja irgendwann unübersichtlich. CI werden wir uns nachher noch anschauen. Das ist diese automatisierte Codeübersetzung. Und was auch beide Editionen können, ist halt eben Docker-Support. Das heißt, ich kann meinen Code dann eben auch in Docker-Containern übersetzen lassen, beispielsweise. Was natürlich die Enterprise Edition hat, was in der kostenlosen Version nicht vorhanden ist, ist das Thema Support. Ist für den Privat- oder Heimanwender eher nicht so interessant, aber im Unternehmen ist es ja durchaus ein Thema, dass man halt eben im Fehlerfall eine Hotline hat, wo man sich dran wenden kann. Entfällt natürlich an der Stelle. Kerberos-Authentifizierung hinsichtlich Single Sign-On beispielsweise ist auch nicht in der Community Edition enthalten. Dann gibt es noch ein weiteres Feature, das ist, denke ich mal, für die Anwendungsentwickler unter euch ganz interessant. Es gibt Merge Request Approvals. Kommen wir gleich später nochmal zu, aber wenn ich einen Code übernehmen will in die Hauptbranch, dann muss ich das ja mit einem Merge Request machen. Und mit diesem Feature Merge Request Approvals kann ich beispielsweise festlegen, es gibt ein QA-Team bei mir in der Firma, das guckt sich den Code, der übernommen werden soll, an und entscheidet dann, jo, übernehmen wir oder übernehmen wir nicht. Standardmäßig ist es in GitLab per se erstmal so, dass das der Owner des Repos nur machen kann, was natürlich unschön ist, weil wenn ich im Team mit 80 Leuten arbeite, dann macht das in der Regel nicht nur einer, das machen dann mehrere Leute. Und genau das ist dieses Feature, das entfällt auch in der Community Edition. Und was auch leider fehlt, sind Vorlagen für Issues. Wenn ich beispielsweise so ein Standard-Ticket aufmache, ich habe da und da einen Bug gefunden, dann ist es ja häufig so, ein User entdeckt einen Bug und sagt mir, dass da ein Bug ist, aber ich habe nicht die nötigen Infos, um das genau zu reproduzieren, warum das denn jetzt für den User nicht funktioniert. Also so Standardfragen, was für ein Client hast du, welche Version nutzt du, was hast du eingegeben, warum hat es nicht funktioniert. Und da kann ich quasi eine Vorlage definieren und immer, wenn ich jetzt ein Issue aufmache und Bug anklicke, dann würde jetzt eben dieses Standardformular kommen, das der Benutzer ausfüllen muss, andernfalls wird der Issue nicht eröffnet. Fehlt auch in der Community Edition, gibt es nur in der bezahlbaren Enterprise-Version an der Stelle. So, wenn ich jetzt einen GitLab-Server habe und an meinem Code arbeite, brauche ich auch einen Git-Client, also der auf dem Host installiert ist, auf dem ich eben meine Entwicklung tätige und von dem ich aus dann den Code übernehme. Da hat man eine große Auswahl. Zum einen kann man einfach den Git-Client auf der Kommandozeile verwenden. Gibt es eigentlich für nahezu jedes Betriebssystem. Wer es gerne grafisch haben möchte, da gibt es für OS X den Git-X-Dev-Client. Für Windows und Mac gibt es auch noch SourceTree Free, ist ganz gut. Und wer, jetzt muss ich überlegen, GitG war, glaube ich, für GNOME Desktops, also verwendet die GTK-Library, und Qgit war dann ja die KDE-Variante davon. Das sind Clients, die soweit ganz gut funktionieren an der Stelle, die häufig verwendet werden. Gibt natürlich noch mehrere, aber das sind die, die ich mir mal angeguckt habe und auch benutzt habe. Einfach einen dieser Clients verwenden. Wer schon mal mit GitHub gearbeitet hat, kurz Frage in die Runde, hat jemand von euch mal mit GitHub gearbeitet bisher? Okay. Was auffällt an der Stelle ist, dass die Begrifflichkeiten der Jargon so ein bisschen differenziert zwischen GitLab und GitHub. Da gibt es auch hier noch eine Liste im Internet. Wenn ich einen Code übernehme, heißt das auf GitHub eben Pull Request, auf GitLab heißt es eben Merge Request. Code-Schnipsel heißen auf GitHub Gist, in GitLab heißen sie Snippets. Ein Projekt heißt in GitLab auch Projekt, in GitHub eben Repository. Und ein Team, also eine Gruppe von mehreren Usern, die an der Software arbeiten, ist halt eine Group auf GitLab, und in GitHub heißt es halt Organization. Wenn man dazwischen den Welten wechselt, ist es ganz gut, dass, wenn man das mal gesehen hat, dann kommt man nicht durcheinander. Okay, zur Installation.
Sowohl die Community als auch die Enterprise Edition sind als sogenanntes Omnibus-Paket auf der Webseite erhältlich. Den Link habe ich unten mal eingefügt. Omnibus ist einfach nur ein Paket, das eben je nach Distribution spezifisch aufgebaut ist. Die eigentliche Installation erfolgt eigentlich automatisiert über ein Chef-Framework. Ja. Und die Pakete kann ich runterladen für alle gängigen Distributionen, Debian 7 und 8. Raspbian ist auch mit drin. Wer sich also auf seinem Raspberry Pi zu Hause eine kleine Softwareentwicklungsumgebung aufbauen will, kann das auch tun. Für diverse Ubuntu-Versionen ist es erhältlich und für alle Enterprise-Linux-ähnlichen Derivate, also Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Scientific Linux oder wer möchte, Oracle Linux in den Versionen 6 und 7 gibt es das auch. Einfach das Paket herunterladen und dann kann ich eigentlich mit dem nächsten Schritt fortfahren. Für die meisten Installationen ist es ratsam, mindestens 2 Cores und mindestens 2 GB RAM zu haben. Beim Raspberry Pi wird es unter Umständen ein bisschen eng. Aber das ist ja sowieso dann eher eine Installation, die ich für zu Hause tätige und nicht für große Anwendungen oder für große Teams. Das sind so die Mindestanforderungen, die eben empfohlen werden. Wenn ich wirklich eine große Installation habe mit mehr als 500 Usern, dann ist das gestaffelt nach der Benutzeranzahl. Also da gibt es eine ellenlange Tabelle auf der Webseite, die ich hier mal verlinkt habe. 1000 bis 2000, 2000 bis 4000 habe ich jetzt mal weggelassen. Ich glaube, in dem Rahmen bewegen wir uns ja alle nicht. Oder arbeitet einer mit 1000 Leuten in einem Team einer Software von euch? Eher nicht, ne? Falls doch, einfach mal auf der Doku vorbeischauen, da ist das genau aufgeschlüsselt. Vorab ist noch wichtig, dass ich einen SSH-Server haben muss, aber das ist eigentlich eh auf jedem Linux-Server installiert. Warum ist klar, ich ändere ja, oder die Codeänderungen werden ja per SSH übertragen. Folglich brauche ich einen SSH-Server. Genauso wie ich die Curl-Library brauche. Postfix ist ratsam, wenn man automatisiert E-Mails von GitLab verschicken lassen möchte. Was essentiell ist, wenn man neue Benutzer einrichtet, weil die ja ihr Initialpasswort geschickt bekommen. Und da GitLab auch Ruby verwendet, brauche ich Ruby in der Version 2.1. So. Und in aller Regel ist es so, es ist eine Softwarequelle, die ich einbinde oder ein Paket, das ich herunterlade. Das heißt gitlab-ce. Und das wird dann einfach installiert, also mittels YAML, apt-get, zipper, was man eben verwendet. Und anschließend kann man die Konfiguration mit gitlab-ctl reconfigure vornehmen. Da wird dann eben ein SSL-Zertifikat generiert. Ich kann das Passwort von meinem Admin-User spezifizieren. Ist relativ selbsterklärend, auch nichts Großes an der Stelle. Gut, dann kommen wir zum kleinen Crashkurs. Prinzipiell bei Git bzw. GitLab ist es so, dass der Source Code, den ich verwalten möchte, der wird in Projekten bzw. Repositories gesammelt und Benutzer, die ich auch in Gruppen sammeln kann, die erhalten eben Zugriff auf diesen Quellcode. Und die Code-Versionen, die werden in aller Regel in Zweigen oder Branches unterschieden. Zum Beispiel die Master Branch ist so die wichtigste Branch. Das ist so der Hauptzweig, wo mein produktiver Quellcode drin ist, den ich also freigebe. Und was häufig gemacht wird, ist, wenn ich jetzt an einer neuen Version von der Software arbeite, dann kopiere ich mir erstmal diesen Zweig, diese Master Branch in eine neue Branch. Zum Beispiel Nightly wird ja oft verwendet, hört man ja auch häufig von irgendwelchen Open-Source-Projekten, Nightly Builds. Ja. Und dann mache ich eben da meine Codeänderungen. Und wenn ich den Code getestet habe und in die Hauptversion übernehmen möchte, also eher für die Produktion geeignet ist, dann kann ich ihn wieder übertragen. Und das erfolgt eben zwischen diesen Branches mit sogenannten Merge- bzw. Pull-Requests, je nachdem, was man verwendet. Hier ist es eben ein Merge-Request in GitLab. So, und ein Benutzer kann eben, wie eben schon erwähnt, Mitglied in mehreren Gruppen oder Teams sein. Und jeder Benutzer hat ein oder mehrere SSH-Keys der Clients, die er verwendet. Warum? Haben wir ja schon gehabt. Die Codeänderungen werden per SSH verschlüsselt übertragen. Das bedeutet, wenn jetzt ein Entwickler 2 Laptops und ein Notebook und einen Tower hat, mit dem er eben entwickelt, dann hat er halt eben für seine 3 Endgeräte 3 SSH-Keys, die in seinem Profil auf GitLab hinterlegt sind. Nur so ist halt sichergestellt, dass es wirklich die 3 Geräte sind, die ihm gehören und der Code quasi somit authentisch ist an der Stelle. Ja. Also es ist eigentlich nicht möglich, von einer anderen Maschine dann den Code hochzuladen. Ja. Ja, und mein erstes Projekt, das ich anlege, wir haben es ja vorhin schon mal kurz gesehen. Im Backend erstelle ich ein Projekt, dann kann ich eben eine erste Datei anlegen. Was häufig gemacht wird, ist eben eine README, damit man weiß, worum geht es in diesem Repo überhaupt, was macht diese Software. Oder ein License-File, wo eben drin steht, ist es GPL V2, V3 oder welche Lizenz ich eben verwende. Wenn ich es noch nicht getan habe, kann ich dann für mein User-Profil den SSH-Key hinterlegen. Und dann kommt das, was wir ja vorhin schon gesehen haben, ich kann mein Projekt klonen.
auf meinen lokalen Rechner, auf dem ich eben meine Entwicklung tätigen möchte, kann meinen Code da ändern, neue Dateien hinzufügen, bestehende editieren und reiche dann die Änderungen ein. Im Backend sieht das dann wie folgt aus. Ich habe jetzt einfach hier mal so ein kleines Hello World Projekt angelegt. Relativ selbsterklärend, Project, New Project. Dann bekomme ich hier so ein Formular, hier meine URL von meinem Server, meinen Username und dann kann ich einen Projektnamen vergeben, der möglichst kurz und prägnant sein sollte. Und dann kann ich hier von verschiedenen Webseiten ein Projekt importieren. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ich kann ja von GitHub beispielsweise importieren, aber in der neuesten Version kann ich zum Beispiel von Bitbucket, von GitLab, von Gitorios, Google Code und einer Seite, die Fogbugs heißt, die ich noch nie gehört habe, den Code importieren, kann dann eine kurze Beschreibung eingeben, also, keine Ahnung, zum Beispiel, das Programm macht das und das und kann dann auch definieren, für wen das alles sichtbar ist. Ich kann beispielsweise ein Projekt nur für mich alleine machen, dann kann nur ich dran arbeiten. Ich kann das für alle eingeloggten Benutzer machen, die auf dem GitLab-Server eben Zugriff haben, oder ich kann es auch einfach public machen, dass jeder wirklich dieses Repo klonen kann. Ich kann es natürlich auch auf Teamebene machen. Also ich kann für Softwareprodukt A kann ich ein Team machen, wo die Programmierer eben Zugriff drauf erhalten oder Gruppe B für die andere Software. Das würde ich dann hier auch steuern können. Ja, und wenn ich das ausgefüllt habe, reicht ein Klick auf Create Project und dann habe ich hier eigentlich schon mein erstes Git-Projekt angelegt. Habe dann hier so meinen Namen, meine Beschreibung, kann hier sogar noch ein Icon vergeben und habe dann hier meine README und ja, kann hier noch weitere Dateien hinzufügen. Also relativ simpel, in weniger als einer Minute hat man da sein Repo angelegt und kann eigentlich direkt loslegen zu arbeiten. Zu dem Thema Issues. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, es ist eigentlich mehr als nur Bug-Tracking. Ich kann damit nämlich neben Bugs auch Ideen und Support-Anfragen dokumentieren, kann die nach Tags gruppieren und kann die einzelnen Issues auch Benutzern oder Projektmeilensteinen zuweisen. Nochmal ein Screenshot an der Stelle. Hier zum Beispiel sind diverse Issues, die verschiedene Tags haben. Hier zum Beispiel, das sind Dokumentationstags. Das sind für gewöhnlich die Issues, die ich am langsamsten bearbeite, weil Dokumentation macht mir nicht so viel Spaß. Dann gibt es hier Tags für Security-relevante Themen, für Webentwicklungsthemen, für Linux-Themen. Und somit habe ich eigentlich immer eine ganz gute Übersicht, was ich eigentlich noch machen muss. Kann dann auch wieder nach einem Label filtern, dass ich zum Beispiel nur meine ganzen Doku-Issues sehe oder alle Security-Issues. Und auch hier wieder an der Stelle sehe ich genau, was am ältesten ist und am dringendsten mal gemacht werden müsste. Ja. Gut. Zu dem Wiki. Also pro Softwareprojekt in GitLab habe ich ein vollwertiges Wiki. Und das empfiehlt sich natürlich für größere Dokumentation oder größere Projekte, weil in aller Regel kriegt man in einer einzelnen README-Datei nicht alles unter. Und da habe ich die Wahl zwischen mehreren Möglichkeiten, wie ich das Ganze formatieren möchte. Also ich kann Markdown wählen, ich kann RDoC wählen oder ich kann auch, wer möchte, ASCII-Doc wählen. Kann ich also dann auswählen, wenn ich eine Seite erstelle, welche Art der Formatierung ich gerne hätte. Und was auch für größere Teams wieder interessant ist, da ist es ja häufig so, dass man einzelne Leute hat, die größtenteils nur Doku machen, ja, und andere Leute, die eben größtenteils nur entwickeln. Da ist der Vorteil, das Wiki wird auch per dedizierten Git-Repository verwaltet. Das heißt, die Doku-Leute können sich das klonen und können den ganzen Tag an ihrer Doku arbeiten und das hat erstmal nichts mit dem eigentlichen Code zu tun. Also Doku und Code werden voneinander entkoppelt verwaltet. Sieht dann wie folgt aus. Das ist jetzt hier auch so ein kleines Beispiel. Ich habe da hier ein paar Seiten angelegt. Da sehe ich eben hier die Namen der Seiten und sehe auch hinten in Klammern dann die Art der Formatierung. Das sind jetzt hier alles Markdown-Seiten an der Stelle. Sehe dann rechts, wann das zuletzt editiert wurde. Und wenn ich eine neue Seite erstelle, habe ich hier einen kleinen Editor und schreibe da eben einen Text rein, kann dann auch hier die Formatierung auch auswählen. Wobei, wer schon mal mit Markdown gearbeitet hat, der hat dann irgendwann den Syntax eben im Kopf und dann kann man das hier auch einfach runterschreiben und kann dann auch mit dem Klick auf Preview sehen, wie das dann später aussehen würde, wenn man diese Änderungen dann wieder committen würde. Und da das Ganze ja auch mit Git verwaltet wird, kann ich unten auch optional noch eine Commit-Message hinzufügen, zum Beispiel habe Datenbank-Doku um Tabellenversion sowieso erweitert, damit man auch weiß, was sich denn jetzt eigentlich an der Doku verändert hat. Gut, dann kommen wir zum Thema Continuous Integration. Ich habe ja schon erwähnt, CI steht an der Stelle für die Automatisierung von Teilschritten in der Entwicklung, zum Beispiel Übersetzung von Teilprogrammen.
Ja, also meine Software besteht aus mehreren Unterprogrammen, die ich dann halt eben entkoppelt voneinander übersetzen kann. Oder mein Gesamtprodukt einfach zusammensetzen lassen. Das kann ich damit auch. Ja. Oder meine Teilprogramme automatisiert anhand von Spezifikationen Test-Units testen. Das sind alles Dinge, die man wunderschön automatisieren kann. Und damit kann ich sehr viel Zeit verschwenden, die ich produktiver nutzen könnte. Die Funktion gibt's in GitLab seit der Version 8.0. Und verwendet einer von euch CI bereits? Sowas wie Jenkins? Was verwendest du? Auch GitLab, okay. Verwendet jemand sowas wie Jenkins? Okay. Also ich habe auch für ein Beispiel, das ich auch gleich nochmal zeige, habe ich anfangs Jenkins verwendet. Hatte da aber so ein bisschen die Probleme. Also ich bin, wie ich ja schon erwähnt habe, kein Entwickler. Ich bin eigentlich ein Admin, der so ein bisschen nebenher entwickelt. Und da wird man ja einfach erschlagen von den Funktionen, die Jenkins beispielsweise hat. Also ich habe mir da sehr, sehr schwer getan, weil ich die Begrifflichkeiten teilweise gar nicht kannte und einfach an der Fülle an Funktionen total überfordert war, was ich jetzt wählen muss. Und die GitLab CI, die ist da eine nette Funktion. Sie eignen sich nicht für ganz große Projekte, muss man also auch ganz, ganz klar sagen. Ist eher so für so kleine bis mittlere Projekte, finde ich zumindest. Und also es fehlen halt einige Matrix-ähnliche Konfigurationen, wie man sie in großen Projekten wählen würde, fehlen einfach an der GitLab CI. Also wer wirklich sehr große Softwareprojekte damit automatisiert bereitstellen will, bin ich mir nicht sicher, ob das so gut ist an der Stelle. Für mich ist es perfekt. Ich zeige euch auch gleich noch, warum. Zur Funktionsweise erstmal. Also prinzipiell ist es so, ich reiche irgendwo eine Codeänderung ein und die GitLab CI wählt dann ein System für diesen Teilschritt aus. Sei es jetzt übersetzen, testen, was auch immer. Genauer gesagt wählt es oder spricht das einen Runner auf einem System an. Zum Runner kommen wir auch gleich noch, das ist ein Agent, der das übernimmt. Der Runner bekommt dann also die Codeänderung und führt dann halt eben, je nachdem, wie ich es konfiguriert habe, Skripte aus. Beispielsweise Übersetzen des Codes oder Testen der Teilprogramme. Und sieht dann im Backend wie folgt aus. Hier ein kleines Beispiel, das ist ein kleines Repo, womit ich automatisiert RPM-Dateien erstelle bei uns. Ich habe eine Codeänderung vorgenommen, eben hier in diesem Commit, in der Master Branch. Und dann wird automatisiert, wird halt auf einem der Systeme das Paket übersetzt. Und hier sieht man eben, ich glaube, hier hinten seht es vermutlich nicht so ganz, aber er bezieht sich die Änderungen von dem letzten Git-Commit. Ja, hier habe ich einfach ein paar Sachen gelöscht und neu angelegt. Und dann sagt er mir kurz, auf welchem System er jetzt gerade ist. Und führt dann ein Skript aus, das ich da auch hinterlegt habe, das halt eben einfach für alle Source-Codes, die ich hinterlegt habe, die RPM-Dateien erstellt. Und dann sehe ich hier oben eben auch noch, welchen Runner er gewählt hat, also welches System und wie lange der Job gedauert hat und wann ich ihn ausgeführt habe. Also hier zum Beispiel, das habe ich vor ein paar Monaten gemacht und der Job war innerhalb von einer Sekunde ausgeführt. Sehe ich an der Stelle ganz komfortabel über die Web-Oberfläche, ohne dass ich mich auf das System einloggen muss. Was ganz vorteilhaft ist, wenn man wirklich große Projekte hat und hunderte Systeme hat, die automatisiert Code übersetzen, sich da auf jedem System manuell anmelden, wäre an der Stelle nicht so zielführend. Sehe ich hier alles sehr schön komfortabel über die Web-Oberfläche. Und in dem Fall sehe ich eben auch passt, dass der Vorgang funktioniert hat. Hätte ich jetzt irgendwo einen Fehler, ein Paket, das nicht übersetzt werden kann, dann hätte ich dann halt eben hier crashed stehen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Zum GitLab Runner. Das ist ein Agent, der ist in Go geschrieben und ist demzufolge für mehrere Plattformen erhältlich. Beispielsweise für sämtliche Linux-Derivate, für Windows, für macOS und auch für BSD. Und der unterstützt verschiedene Skriptsprachen. Wie schon erwähnt, wird ja jeder Prozess über ein Skript, das ich vorher definiere, gesteuert. Und unterstützt von GitLab Runner werden in der Regel Bash, wenn ich es auf Windows eben übersetze, und PowerShell. Funktioniert auch ganz gut an der Stelle. Kann ich auch als Docker-Service nutzen. Und die Kommunikation zwischen der GitLab CI und dem GitLab Runner auf dem Client, der halt eben übersetzt, die erfolgt verschlüsselt. Also ich muss den Runner erst mit dem System registrieren, dann geht es über HTTPS eben. Und wie wir gerade schon eben gesehen haben, die Builds kann ich ganz komfortabel in der Web-GUI einsehen. Zu der Konfiguration. Ich muss das ja irgendwie steuern können, was er übersetzt oder was genau er tut. Dafür gibt es eine Konfigurationsdatei. Und da ist es in GitLab CI eben so, dass es eine YAML-Datei ist, die im Hauptordner meines Projekts liegt. Und die muss eben immer .gitlab-ci.yml heißen. Und die steuert und definiert verschiedene Dinge. Beispielsweise eben die Skripte, die vor dem Übersetzen oder Dokumentieren nach dem Prozess oder während des Prozesses stattfinden. Und da kann ich eben auch Unterschiede zwischen den einzelnen Branches festlegen und auch Runner daran mappen. Ich kann zum Beispiel
für meinen Master Branch, also meinen produktiven Code, andere Hosts zur Übersetzung vorsehen als für meine Test-Builds. Ja? Dass zum Beispiel die Tests auf langsameren Maschinen stattfinden und die produktiven Übersetzungen halt auf schnelleren zum Beispiel. Ja? Und was ich auch noch steuern kann, dazu kommen wir auch gleich noch in der anderen Folie, sind Artefakte. Kommen wir gleich noch zu. Soviel erstmal zu der Konfigurationsdatei, die ist essentiell für diese GitLab CI. Ich hatte vorhin kurz das Thema Executors erwähnt. Also der GitLab Runner kann in mehreren Modi laufen quasi. Ja. Der Executor ist letztendlich die Komponente in dem Runner, die die Codeübersetzung durchführt. Und da gibt es mehrere Typen. Zum einen, was häufig verwendet wird, ist der Shell Executor. Der ist halt besonders einfach einzurichten. Den verwende ich, wenn ich auf dem Host, wo mein GitLab läuft, auch den Code selbst übersetzen will oder auf dem Windows-System, ist es ratsam, den zu verwenden. Wenn ich komplexe Projekte habe, beispielsweise eine Software, die an Datenbanken in spezifischen Versionen gebunden ist, dann ist es ratsam, das mit Docker zu machen. Ja, da habe ich meinen Docker-Container, den kann ich dafür nehmen und der wird dann quasi zur Laufzeit für die Übersetzung gestartet. Der Code wird übersetzt und dann eben übernommen. Und wenn ich meine Builds in VMs ausführen möchte, dann kann ich dafür den VirtualBox oder den Parallels Executor nehmen. Da habe ich zum Beispiel auch den Vorteil, dass ich VMs dann on-demand während der Übersetzung klonen lassen kann. Das heißt, nur wenn ich den Code übersetze, wird beispielsweise meine Ubuntu-VM geklont und hochgefahren und danach kann ich sie wieder löschen. Und last but not least gibt es den SSH-Executor. Da ist die Aussage von GitLab aber, dass man den wirklich nur dann verwenden sollte, wenn ich keine andere Wahl mehr habe. Der hat ein paar Einschränkungen, da kommen wir auch gleich noch zu. Das ist eben einfach nur, da werden die Kommandos, die in den Skripten drinstehen, die werden halt per SSH auf dem Build-Node, wo der Runner läuft, ausgeführt. Das heißt, da muss ich also auch Keyless-Authentifizierung haben, sonst funktioniert das nicht. An der Stelle nochmal Link zur GitLab-Doku, da gibt es ein paar weitere Hinweise, noch eine relativ lange Tabelle. Ich bin jetzt hier auf die wichtigsten Unterschiede beschränkt. Das Thema Artefakte hatten wir jetzt gerade kurz, passt auch jetzt ganz gut zu dem Thema Executors. Wenn ich ein Build ausführe, dann habe ich ja in aller Regel Dateien, die nach dem Build da sind, also Binärdateien. Ich habe eine C-Software, die habe ich übersetzt, also habe ich irgendwo ein Binary, was mein fertiges Programm ist. Das kann man dann eben als Artefakt definieren und das hat dann den Vorteil, dass ich, nachdem mein Build erfolgreich durchgelaufen ist, kann ich diese Dateien über die Weboberfläche einsehen und auch herunterladen. Was halt deutlich komfortabler ist, als mich auf das System anzumelden, die Datei irgendwie zu kopieren und runterzuladen. So geht's viel einfacher. Und was da auch ganz schick ist, wenn man an großen Projekten arbeitet, dann kann man das auch wieder an eine Webhook übergeben. Schlagwort Content Delivery. Also ich arbeite an einer Software, ich habe eine neue Version und die wird dann über ein dediziertes Netzwerk an meine Kunden zum Download angeboten beispielsweise. Da muss ich mir nicht die Arbeit machen, das manuell runterzuladen, woanders hochzuladen in irgendeinem Download-Portal. Da kann ich mir eine Webhook bauen, die das vollautomatisiert im Backend macht. Aber vermutlich auch nur für größere Webprojekte interessant an der Stelle. Ganz wichtig bei dem Thema Artefakte ist, das geht nur über den Shell oder den Docker-Executor. Das heißt, wenn ich jetzt einen Runner per SSH anspreche und der seinen Code übersetzt, dann liegt der Code lokal vor, aber ich bekomme ihn halt eben nicht in GitLab integriert. Also da muss ich eben dann auf Docker zurückgreifen an der Stelle. Ich habe ja am Anfang des Kapitels erwähnt, dass ich da ein Beispiel habe, das ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar verwenden wir bei uns Python-Plugins für Monitoring mit Isinga. So, also da haben wir sehr viel im Laufe der Jahre selbst programmiert und ich war es einfach leid, diese Plugins immer für Windows und für Linux zu kompilieren oder zu programmieren. Und deswegen habe ich die einfach in Python geschrieben und zwar so, dass sie auf Windows und auf Linux eben laufen. Ja, so manch einer wird jetzt sagen, warum Python auf Windows? Das macht es mir einfacher, ich muss das nur einmal entwickeln und es läuft auch auf beiden Plattformen. Da gibt es nämlich auch ein Tool namens PyInstaller und das paketiert mir automatisch den das Python-Skript mit der Laufzeitumgebung. Und das Resultat ist, ich habe einfach eine Excel-Datei und da ist mein Interpreter mit Skript drin und das muss ich einfach nur auf dem Windows-Host kopieren und ausführen und fertig. Also sehr komfortabel an der Stelle. Das wollte ich automatisieren, weil ich war es auch leid, das immer manuell ausführen zu müssen. Wenn man viele Plugins selbst schreibt, geht das auch irgendwann auf die Nerven, wenn man das immer manuell machen muss. Und da dachte ich, das ist doch der Use-Case für die GitLab CI. Und ich muss sagen, das funktioniert sehr gut. Hier sieht man die GitLab CI-Konfigurationsdatei. Also die ist wirklich relativ spartanisch. In 8 Zeilen wird eigentlich alles definiert. Ich habe hier
mein Before-Script-Parameter, der steuert eben einfach, was ausgeführt wird, bevor der Code übersetzt wird. Da habe ich einfach mal das Hostname-Kommando eingegeben. Das ist ganz gut, damit ich sehen kann, auf welchem Host letztendlich das jetzt übersetzt wurde. Ist ganz gut, wenn ich nachvollziehen muss, warum es nicht funktioniert hat. Dann weiß ich nämlich, auf dem System muss ich mich mal anmelden. Und dann gibt es eben diesen Build-Parameter. Und da wird alles definiert, was zum Übersetzen des Projekts notwendig ist. Zum einen ist da mal der Script-Parameter. Der steuert eben halt eben einfach ein Skript, das zum Übersetzen gestartet wird. Ist relativ simpel an der Stelle. Ich habe mir einfach ein kleines PowerShell-Skript gebaut. Das macht nichts anderes, als in den geklonten Git-Ordner reinzugehen, in die verschiedenen Unterordner. Also ich habe meinen Code so strukturiert, dass ein Isinger-Plugin ein Ordner ist. Und der Ordner heißt dann halt eben auch so wie das Monitron-Plugin. Und das Skript geht halt eben einfach in alle Unterordner durch, also so eine kleine Vorschleife, und übersetzt dann halt eben mittels PyInstaller meinen Python-Code in eine Exe. Mehr ist es eigentlich nicht. Und hier kommen wir auch zu dem Thema Artefakte. Mit dem Keyword Artifacts kann ich halt eben steuern, welche Inhalte nach der Übersetzung wichtig sind und in GitLab über die Oberfläche eingesehen werden können sollen. Ja, und mit der PERS-Direktive steuere ich eben einfach einen Ordnername, der wichtig ist. Das heißt, mein PowerShell-Skript übersetzt diese ganzen Dateien und verschiebt die dann in einen Ordner, der einfach dist heißt. Und diesen Ordner holt sich GitLab und macht ihn über die Weboberfläche zugänglich. Mehr wird da eigentlich nicht definiert in diesen 8 Zeilen. Also relativ übersichtlich an der Stelle. Sieht dann im Backend wie folgt aus. Hier sieht man das Repo. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, gibt es eben hier einmal diese GitLab-CI-Konfigurationsdatei. Ich habe eine kleine README und mein PowerShell-Skript. Und hier sieht man zwei Ordner, mal exemplarisch für zwei Monitoring-Plugins, die ich erstellt habe. Wenn man jetzt in einen dieser Ordner reingeht, ist hier einfach nur mein Python-File. Ja, also das Plugin, das er eben übersetzen soll. Und hier sieht man eben ganz kurz dieses PowerShell-Skript, das einfach nur ein for-each macht, in den Ordner reingeht und dann mittels PyInstaller -fy eben diese Python-Datei übersetzt und dann in diesen dist-Ordner verschiebt, den ich erwähnt hatte. Ja. Und letztendlich, wenn ich dann eine Änderung durchführe, sieht das dann wie folgt aus. Hier habe ich mein Build. Der wurde auf dem Knoten ausgeführt, war erfolgreich, sieht man an dem Past, hat 1,5 Minuten gedauert und dann sieht man eben, er löscht die bereits vorhandenen Inhalte, holt sich die Änderung über Git für dieses Skript aus und dann kann ich hier oben, bei Build Artifact sieht man das, kann ich entweder mir einen ZIP runterladen, wo diese ganzen Dateien drin sind, wenn ich die alle haben möchte, oder ich kann auch einfach mittels Browse reingehen und kann dann von diesen Plugins das raussuchen, das ich jetzt runterladen will. Sieht dann so aus. Das ist also das, was in dem Dist-Ordner drin war, einfach nur zwei Excel-Dateien für diese beiden Plugins, die man ja vorhin gesehen hat. Und dann kann ich die ganz komfortabel über die Web-Oberfläche runterladen. Gut. So viel dazu. Habt ihr irgendwelche Fragen? Bitte? Bezüglich der Artefakt-Frage. Wird immer die Historie gelöscht, was hat die letzte Version oder kann man auch mehrere Versionen, wenn man das möchte, ablegen? Die Frage war, wie sich Artefakte mit mehreren Builds und mit mehreren Versionen verhält. Also prinzipiell ist es so, die Artefakte sind ja an den Build gebunden. Das bedeutet, ich habe in meinem Projekt habe ich eine Build-Liste, die kann ich aufräumen. Das heißt, wenn ich jetzt 10-mal einen Build ausgelöst habe und die ersten 3 sind Müll, dann kann ich die ersten 3 Builds löschen und somit sind dann auch die Artefakte weg. Aber wenn ich die Builds nicht lösche, dann bleiben die Artefakte auch erhalten. Deswegen sollte man regelmäßig bei größeren Projekten halt auch gucken, dass man alte Builds oder fehlerhafte Builds eben löscht. Erstens ist es dann übersichtlicher, weil irgendwann blickt man nicht mehr durch. Und zweitens ist natürlich Festplattenplatz auch ein Thema. Also das war da jetzt relativ überschaubar mit ein paar Megabyte, aber wenn man jetzt an ein großes Softwareprojekt denkt, dann kann das schon irgendwann unübersichtlich werden und die Platte mir halt eben dann volllaufen. Gut. Ja? Bitte. Kann ich mit GitLab einen Workflow haben, wo ich sage, aller Code im, sagen wir mal, Master Branch muss reviewed sein, das heißt, niemand darf direkt da reinkommitten? Die Frage war, ob man dafür sorgen kann, dass nicht jeder in den Master Branch von einem Projekt, das mit GitLab verwaltet wird, Änderung übernehmen kann. Das wäre dann das, was mit diesem Feature mit Merge Request Approvals zu tun hat. Also wenn ich das habe, dann kann ich eben ein Team oder Leute definieren, die das eben auch steuern können. Aber prinzipiell in die Master Branch einen Code übernehmen kann eigentlich nur der das Projekt erstellt hat.
Das heißt, bei der Community Edition, du eins anlegst, wärst du das an der Stelle. Bitte? Das geht auch, ja. Also man kann beispielsweise, also die Anmerkung war jetzt gerade, dass man mehrere Leute hinzufügen kann, die dafür berechtigt sind. Das hängt mit dem Thema Groups dann zusammen. Also wenn ich beispielsweise auch in der Community Edition eine Group erstelle für eine bestimmte Anwendung und da meine 3-4 Entwickler drin habe und die natürlich alle administrative Rechte für das Projekt haben, dann können die das auch machen. Ja. Nur was da halt eben nicht so einfach geht, also das sind dann alle, die in der Gruppe sind, dürfen das. Aber mit diesem Merge Request Approvals kann ich beispielsweise bestimmte QA-Leute definieren, was halt eben per se in der CE Edition erstmal nicht geht. Ja, aber manche Firmen haben ja, oder manche Teams haben so ein Vier-Augen-Prinzip, weißt du, selbst wenn du ohne bist, ja, darfst du deinen eigenen Code nicht committen irgendwo hin in den Master Branch, ohne dass jemand anders, der auch ohne ist. Ja. Genau, das geht halt mit der CE nicht. Das geht mit der Enterprise eben, dass mehrere Leute quasi sagen müssen, okay, den Code übernehmen wir. Und erst wenn von 4 Leuten beispielsweise 3 zugestimmt haben, also mehr als die Hälfte, dann wird der Code auch wirklich übernommen. Also die Gefahr, dass man wirklich unstabilen Code übernimmt, die ist halt höher bei der Community Edition, wo halt eben alle quasi die Rechte haben, das den Code zu übernehmen an der Stelle. Gut, weitere Fragen? Nicht? Okay. Dann habe ich noch ein paar Links zusammengestellt. Einmal die GitLab-Webseite, dann passend dazu die Omnibus-Downloads, die GitLab-Dokumentation und auch ganz wichtig die GitLab-CE-Dokumentation. Die ist mittlerweile sehr, sehr groß geworden. Da sind auch ein paar tolle Beispiele, wie man die CE eben konfiguriert, welche Use Cases, welche Einstellungen man vornehmen kann. Und eben, wenn man das einsetzen möchte, den GitLab-Runner, gibt es ein Repository, wo halt eben für Windows, BSD und so weiter die ganzen Downloads liegen. Und ich habe auch mal ein kleines Tutorial zu dem Thema GitLab CE auf meinem Blog veröffentlicht. Da wird Schritt für Schritt eben erklärt, wie erstelle ich mein Projekt, wie konfiguriere ich das, wie installiere ich den Agent, wie aktiviere ich ihn. Es ist ganz gut, wenn man noch nie damit gearbeitet hat, dann kann man das nach diesem Tutorial machen. Okay, gut. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Hier nochmal der Link zu meinem Blog, wer da vorbeigucken möchte oder auf einem sozialen Netz seiner Wahl mir folgen möchte, kann das dann hiermit tun.